Stefan kann. Okay. Herzlich willkommen, liebe YouTube-Schauer, zu einer neuen Folge von Guck mal, der Zapf. Wir zapfen heute wieder, bis der Zapfhahn platzt. Ohne Witz, Leute, denn heute haben wir ein Special, denn es wird die neue Bibliothek in der Zapfsäule eröffnet, ja? Und ich glaube, das wird sehr spannend. Zusätzlich haben wir wieder einen geilen Input, ein geiles Worship. Leute, ich glaube, das wird heute wieder ein richtig geiler Tag. Ich sag mal, bis nachher. Ihr dürft euch freuen. Und dabei haben wir heute Martin. Was gibt's denn heute? Heute gibt's Pizza-Show. Leute, ihr müsst wissen, ich bin in der Diät und ich liebe Pizza-Brötchen. Das ist mein Lieblingsessen. Pizza. Boah, ich bin gerade schwach. Ich bin gerade sehr schwach. Martin, bitte mach die gut und mach die dann ganz schnell weg, dass ich die nicht sehe, okay? Pass auf, ich sag euch noch ganz kurz, warum grün, ja? Also in der Natur immer jetzt gerade im Frühling. Wachstum, soll auch für euch sein, dass ihr wachsen könnt, neue Sachen entdecken könnt, ja? So Peter, und jetzt, Martin, du hast dein Buch gefunden? Ja. Auch dein Satz schon? Nee, leider noch nicht. Noch nicht, aber welches Buch hast du denn gelesen? Den Tigerzähl. Den Tigerzähl? Ja. Und worum geht's da? Kannst du es irgendwo sagen? Darum geht's um einen Junge, der bei seinem Opa aufwächst. Seine beiden Eltern sind gestorben. Und der Opa, also die wurden ermordet, so. Und der Opa bringt den Jungen dazu, durch also Brutalität ihn zu konfrontieren. Werden wir mit dem Leben fertig, wenn wir nicht mehr glauben können. Der Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem herausragenden Gottesdienst ist sein Fluss. Wegen seinen armen Waisenkindern und der Menschheit im Allgemeinen getan haben, denke ich. Die Kinder spielen im strömenden Regen, als hätten sie noch nie Regen gesehen. Denn ihnen ist keiner ekelhaft. Das kleine Einhorn lebt glücklich bis ans Ende. So, liebe Leute, auch heute ist schon wieder das Ende erreicht. Es ist spät, es ist abends. Martin und Fabi waren dabei. Martin, wie war's? Wie hat's dir gefallen? Was waren deine Höhepunkte? Tja, also es war der Hammer. Also mein Höhepunkt war einfach das Essen. Dir, Fabi? Oh, geiles Essen, geile Leute und endlich mal mit dem süßen Bären hier gekickert. So sieht's aus, Leute. Ich habe heute mit Fabi die Iris und die Hanna abgezogen, aber so kann er wissen. Nein, Quatsch. Nein, Leute, es ist abends. Wir müssen bald alle nach Hause. Wenn ihr es vielleicht im Hintergrund ganz leise hört, das ist Worship gerade. Also wir wollen auch ganz schnell wieder rein und zuhören. Deswegen sage ich mal bis zum nächsten Mal. Nicht bis nächste Woche, weil da bin ich leider nicht da. Egal. Trotzdem, bis nächstes Mal, Leute. Bis dann. Ciao. Ja,